Ich bin Botaniker. Botaniker, der ganz andere Sachen macht als die übrigen Kollegen, die heute hier gesprochen haben. Ich habe herausgegeben als Hauptredelsführer einen Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. Ich habe von ganz Kärnten eine Vegetationskarte gemacht. In letzter Zeit ist der linke Führer erschienen, bitte, die erste Ausgabe war 1987 und jetzt 2014 haben wir ihn vollkommen bereinigt, nämlich auch die Nomenklatur ändert sich nach 30 Jahren etwas im lateinischen und auch im deutschen Sprachgebrauch. Und sonst habe ich eine ganze Reihe von Naturführern, Schulbüchern und ähnliches. So gibt es auch schon über 20 Jahre eine Vorlesung an der Universität Salzburg, Heilpflanzen, deren systematische Zugehörigkeit, Standorte, Inhaltsstoffe, Anwendung in der Phytotherapie und Volksmedizin. Da ich, wie gesagt, aus der Botanik komme, habe ich alle 20 Jahre immer einen Arzt mitgenommen, der sich phytotherapeutisch sehr gut auskennt, damit man mir ja nicht vorwirft, ich sei kein Arzt. Aber ich kam drauf, es sei eben nicht nur immer die ätherischen Öle, die Gerbstoffe, die Herzglykoside, die wirken, bis mich jemand auf diesen Herrn hier aufmerksam machte. Das war ein ganz bekannter Naturheilpraktiker, Habermann am Farkasee. Das ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Ja, und dieser Mensch hatte schon tatsächlich eine Begabung. Wie ich zu ihm kam, hat er gesagt, ja, Bur, wie schaust denn du aus? Und wir wurden echte Freunde, er ist schon lange verstorben, aber ich habe enorm viele Flaschen von ihm bekommen. Die hat er damals BF genannt, weil er auch nicht wusste, was das bedeutet, nämlich Biofaktoren. Er war also da nicht am neuesten Stand der Technik und hat ihm gesagt, das sind meine Biofaktoren. Hat aber ganz wichtige Patienten gehabt und wie der Dr. Fritsch gestorben ist, bekam ich von seiner Witwe alles. Und jetzt lernte ich Schritt für Schritt weitere Personen mit so einer Begabung kennen wie diesen Herrn Dr. Hans Fritsch. Und kam drauf, es können also nur irgendwelche Schwingungen sein, die von Pflanzen ausgehen. Ich habe nämlich für ihn die Medikamente hergestellt und wusste, es sind eindeutig Pflanzen, aber sonst war noch nichts richtig bekannt. Vor allem die Verdünnungen waren fast so wie bei Bachblüten oder in der Homöopathie. Ja, und da bekomme ich schon ein Gutachten und auch briefliche Mitteilungen aus dem Jahre 2004, dass dieser BF4 von diesem Arzt positive Einwirkung auf fast alle Bereiche hat. Das war das Erste. Wir sind aber dann nicht zusammengekommen, weil ich meine Eigenständigkeit als Wissenschaftler nicht verlieren wollte und es wäre hier vielleicht noch mit Publikationsverbot verbunden gewesen. Und dann traf ich aufgrund dieser Erkenntnisse des Oberkärntner Arztes einen in Villach wohnhaften und Leiter eines Security-Institutes, der an und für sich ganz andere Dinge macht. Er hat Informationstechnologie studiert und Elektrotechnik und dieser Betreffende, mit dem kam ich dann in Zusammenarbeit. Er hat ein Equipment, das an und für sich für mich völlig neu war. Und dann bekomme ich einen Hinweis, ich habe oft gute Leute, die sich auskennen und einer dieser Hinweise war, probier einmal deine Schwingungen aus beim Vollmond. Plötzlich sind in den Eprovetten drinnen lauter Körneln. Schauen Sie sich diese Körnel da drinnen an. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, bitteschön. Was tut man? Man geht also in die Lebensmitteluntersuchungsanstalt mit 10 Eprovetten und sagt, bitteschön, schaut's mir da hinein. Die Betreffenden sagen, ja, leider, da musst du nach Graz zu einem berühmten Mineralogen, der ist gleichzeitig Vizepräsident von unserem naturwissenschaftlichen Verein. Ich fahre also frisch, fröhlich nach Graz und schaut's, wie der sich freut, dass er plötzlich
solche Sachen im Mikroskop entdeckt. Also der war selbst aus dem Häusl. Ja, und schauen Sie sich das an. Wenn du das im Rasterelektronenmikroskop anschaust, dann hast du plötzlich wunderbare Kristalldrusen. Du hast, würde ich sagen, Schwalbenschwanzzwillinge und ähnliches. Und daneben habe ich immer eine Eprovette gehabt mit reinem Wasser, sonst nichts. Und jetzt war das einmal wieder was Neues für mich. Ich sehe also irgendetwas, was andere Leute noch nicht gesehen haben. Zurückgekommen, wenn Sie hier schauen, vom Dr. Fritsch, diese Sache wurde gemacht am 26. oder 20.06.1981. Da habe ich eine Verdünnung gemacht von dieser Pflanze und jetzt habe ich gewartet und habe diese Schwingungen übertragen und da stellt sich heraus, wenn ich nur Rosalienwasser in 3 Tage bis 10 Tage habe, dann habe ich immer an derselben Stelle, wo ich früher mal den Meniskus gesucht habe, nichts, währenddessen Rosalienwasser aufgeladen mit Pflanzenschwingungen ergibt mir plötzlich deutlich sichtbare Kristalle. Nun, so kommt es, dass wir einen Artikel schreiben, dieser Professor Walter Schanz, wie der freudig reinschaut da hier, mit dem Elektronenmikroskop am Mineralogischen Institut der Universität Graz. Und wir schreiben diesen Artikel eben in unserer Zeitschrift. Das ist die Zeitschrift Carinthia 2 in Kärnten. Das ist eine ganz bekannte naturwissenschaftliche Zeitschrift. Die dritte Vorstellung. Jetzt geht es darum, kann ich das Ganze wiederholen? Und ich habe das Ganze wiederholt. Dieser Poster, der blaue links, ist also eine Wiederholung. Der Beweis der Wiederholbarkeit ist also erst im September 2014 vorgestellt worden. Und das sind meine Aufnahmen jetzt aus Salzburg von unserem Institut dort. Und da sieht man, da ist was dahinter. Da ist also eindeutig etwas dahinter. Das heißt, ich habe nachgemessene Messungen, wir haben es nur Waves getauft und diese Waves lösen mir Kristallbildungen aus. Ich habe Hilfen gebraucht, die sich, so wie der Dr. Fritsch, auf mediale Sachen auf medialen Sachen sich berufen. Und da zählt diese Frau Erna Kernal zu meinen Beraterinnen. Und diese Frau Erna Kernal hat einen Bezug zu einer mir nicht zugänglichen Seite. Ich bleibe Naturwissenschaftler. Und auch mit der Pflanzenwelt ist es so, der Rechte hat zwar keine medialen Fähigkeiten, aber ich brauche schon wieder jemanden, der mir bestimmt eine tropische Pflanze aus dem Amazonas oder Orinoco, der mir von den Sunda-Inseln etwas bestimmt. Sie können sich, wenn Sie wollen, Lust haben, Herbaro im Google Play Store herunterladen, weil mit Hilfe von 2 Computermenschen von dem Security Institut kriegen Sie also da hier Herbaro und wenn Sie das antasten da hier, dann heißt es, so wie 1 Spengler sahen, legen Sie es hier drauf, abspielen und jetzt kommt, dass Sie plötzlich merken, eine Summe von Blinkfolgen und das ist genau dieselbe Information, die ich in der Creme drinnen habe und die vielleicht in den Globuli drinnen sein wird und das wird 2-mal überspielt und das, die ist so identisch mit dem, was in der Creme drinnen ist. Das heißt, der psychosomatische Teil ist eindeutig abgedeckt damit.